Am Freitag ist das sanierte Oberland-Gymnasium in Seifennersdorf seiner Bestimmung übergeben worden. 6,9 Millionen Euro flossen in die Rundumerneuerung der traditionsreichen Bildungsstätte. 4,3 Millionen stellte der Landkreis Görlitz als Eigenmittel zur Verfügung, 2,6 Millionen Euro kamen vom Freistaat. Um die Sanierung der Schule war seit 2007 gerungen worden. Landrat Bernd Lange bezeichnete sie als ein Zeichen, dass der Landkreis an die Entwicklung der als besonders strukturschwach geltenden Region um Seifennersdorf glaubt. An der Sanierung waren 47 Firmen beteiligt, drei Viertel davon aus dem Kreis Görlitz. Am Oberland-Gymnasium lernen 462 Schüler. Sie werden von derzeit 39 Lehrkräften unterrichtet. Sie alle dürfen sich nun über moderne Unterrichtsräume und praktische Fachkabinette freuen. Der Komplex verfügt nach dem Umbau über einen zweiten Rettungsweg und garantierte Barrierefreiheit.